Ja. Was, was Böses, das ich aufnehme? Da ist doch Böses im Busch. Ach ja, ich mag das irgendwie, dieses Böses im Busch. Beutezug Stroh. Nee. Nee. Nee, nee. Wobei. Machen wir es doch. Dann habe ich wenigstens ein bisschen was für die Aufgabe. Für die Aufgabe, für die Folge. Als ihr euch umsieht, fällt euch ein eigenartiges Tier auf, das ein merkwürdiges Gerät umarmt. Als ihr euch nähert, seht ihr, dass es sich um einen Biber handelt, der einen Fernseher umarmt. Ich habe zwar keine Ahnung, was das in einer Fantasy-Welt verloren hat, aber nur so viel. Es handelt sich nicht um eine Illusion. Als ihr noch näher herangeht, schaut euch das Tier an und spricht mit einer verzweifelten und komisch klingenden Stimme. Mr. Beaver, könntet ihr mir helfen, meinen Fernseher zu retten? Ja, ich liebe dein Sp Ja, ich liebe dein Spiel. Ich habe nicht erwartet, dich hier zu sehen. Wie können wir dir helfen, Mr. Beaver? Ich kenne den nicht, also. Sollte ich den falsch sprechen, tut mir leid. Nicht. Haha. Ich muss Stroh sammeln, um einen Schutzraum zu bauen. Aber ich kann hier nicht weg. Das Stroh könnt ihr im Mittelfeld finden. Okay. Okay. Wir werden uns dorthin begeben und bald wieder zurückkommen. Reisen auf zum Mittelfeld. Mittelfeld. Erbeutet 5 Stroh von Monstern. Winzige Todesspinne. Das soll wohl ein Witz sein. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch noch genug Gold sammeln, damit der Magier sowas bekommen kann. Denn körperlicher Widerstand für so einen Magier ist doch schon irgendwo etwas Gutes. Bam, tot. Equip. Tot.
So, reisen wir wieder zu den Zauberern von Ostküste. Schreckliche Zauberer, die jeden Menschen töten, der es wagt, von ihren Schöpfungen Gebrauch zu machen. Oh, verdammt. Ach, es hat er wenigstens noch gut gewürfelt. Mr. Beaver. Ihr habt es gefunden. Darf ich euch einen Profi-Tipp geben? Haltet euch bloß von diesen grünen Schweinen fern. Sie haben uns beobachtet. Grüne Schweine? Ja, fragt die Vögel im Mittelfeld nach ihnen. Köster, vielen Dank. Ich habe gehört. Vielen Dank. Ich habe gehört, dass es morgen zu einer Katastrophe kommen wird und ich muss meinen geliebten Fernseher beschützen. Okay. Mich interessiert jetzt, was es mit den grünen Schweinen auf sich hat. Schweinebär, beginnen. Das sind sie ja, die Vögel, von denen Mr. Beaver gesprochen hat. Ich werde näher rangehen und versuchen, mit ihnen zu sprechen. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Pfeif. Was zum Geier? Ihr werdet mal Dolmetscher, das heißt, ihr könnt die Schweine besiegen. Sie wollen sich für unsere Rache an ihnen rächen. Bitte helft uns. Reist nach Goblin Versteck. Gott, schon wieder. Schleifsteine. Sieben Schweinebeere. Ja, Schweinebären. Oh Mann, wo sind denn meine Glückswürfel? Die sind immer nur so schlecht wie früher. Aber die sind doch nicht grün. So, jetzt kann ich mal den Zirkel der Heilung nutzen. Oder wenigstens gebrauchen. Oder sowas. Schon wieder tot. So schlecht. Ein Goblin-Nagel. Begebt euch zum Mittelfeld. Also ich muss sagen, die Quest habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Das ist jetzt eigentlich alles neu ab diesem Kapitel. Teilweise. Und wieder sind wir an einen Ort zurückgekehrt, an dem wir schon mal waren. Wow. Super. Richtig nice. Twitcher, Twitcher, Pfeif, Pfeif. Jetzt haben sie gesagt, danke Abenteurer, ihr habt uns sehr geholfen.
Zwitscher, Zwitscher, Zwitscher. Was? Was? Oh, das heißt, wir würden uns nicht trauen, das öffentlich zu sagen. Aber der Meteor in Save My Telly hat uns sehr gut gefallen. What? Okay. Das werde ich jetzt nicht machen, diese Quests. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Wir gehen jetzt weiter zu den Zauberern von den Ostküsten. Zu den Ostküsten von der Ostküste. Und werden einfach mal weiterschauen, was wir da machen können. Ich hasse diese Spannung. Könnt ihr mal jemand die Lage erklären? Du musst neugierig sein. Möchtest du dir wieder eine Abreibung einhandeln? Spuck's aus. Wir konnten endlich das Portal öffnen. Aber was macht denn dieses Portal nun? Ist es eine Tür zu einer anderen Welt? Oder hast du mal einen Euro? Schon wieder der schwarze Kultist. Nein, dies ist einer der Portalausgänge. Die Kreaturen kommen. Was? Oder aus den Kreaturen kommen? Keine Ahnung. Wollt ihr damit sagen, dass unsere Pen and Paper Welt von teuflischen Kreaturen aus einer anderen Dimension vernichtet werden wird? Ja, jetzt sind wir alle Zeit. Wir können uns nicht um alle Hasser kümmern. Einst haben wir die Schöpfer gespielt, aber jetzt wollen wir die Bösen spielen. Okay. Macht euch bereit. All eure bösen Worte, all eure bösen Gedanken und all eure bösen Kritiken haben das böse materielle Gestalt annehmen lassen. Und wenn ihr selbst sehen wollt, dann geht zum Portal, das auch als der große Hassbeschleuniger bekannt ist. Nun, was sollt ihr tun? Haben wir eine Wahl? Aber wo ist das Portal? Wir können es auf unserer Karte nicht finden. Ich werde euch einfach dorthin teleportieren. Wow. Quest dann. Irgendwas wird gleich passieren. Goldfisch. Überschleim. Chupacabra. Mr. Kuka. Bombagira. Okay. Chupacabra. Was, Mr. Kuka? Kenn ich nicht. Ah, Bombagira. Ah ja, dieses hässliche Ding da anscheinend. Okay. Das ist noch zu stark. Ich würde sagen, wir gucken mal. Höhen des sofortigen Todes. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da sterben werde. Oh, doch nicht. Du hast einen Steifstein gefunden. Totes Fleisch. Zombie. Kriegsseele. Was? Ja, Kriegsseele. Nee. Die Drachenseele reicht mir schon. Okay, dann würde ich mal sagen, dann mache ich doch noch die anderen Quests. Jetzt sind wir im Vulkan. Da unten ist die Hand von Gollum und das da ist natürlich ziemlich bekannt, diese Feuerstelle, dieses Lagerfeuer. Wer kennt es nicht? Es kommt natürlich aus Dark Souls. We are playing Dark Souls. No, we're playing Tides of Pen and Paper. Mit lauter Anspielungen. Beute zu Lavakugeln. Oh, Dexter mal wieder. Hallo, würdet ihr für mich bitte ein paar Lavakugeln besorgen? Lavakugeln? Wie in aller Welt sollen wir das denn schaffen?
Wenn ich das wüsste, hätte ich sie mir schon selbst geholt. Nur ein Witz. Diese Monster hier sollen sie fallen lassen, aber diese Lavakugeln selbst... Aber diese Lavakugeln selbst gesehen habe ich noch nie. Okay. Feuerteufelchen, Phönix. Nehmen wir Feuerteufelchen. Ich habe gegen die noch nie gekämpft. Wie willst du was anderes dann ausprobieren? Alter Typ, du. Niederstrecken. Naja, sollten wir sterben, dann kommen wir zum nächsten Bonfire. Dann kehren wir jetzt zum nächsten Bonfire zurück. Also, da, hier. Ah, natürlich ein Spaß. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man in dem Spiel stirbt. Nein, ich will nicht spalten, ich will den Schlag auswählen. Vereisen. Super effizient. Okay, wir haben 3 Stück. Wir brauchen noch 2. Also wenn man irgendwelche Sachen sammeln muss, dann ist das hier die beliebteste Zahl 5 oder was? Beginnen. Was zum Geier? Spalten. Ja, der Spalter, der spaltet gerne. Ihr müsst wissen, aber die Gruppe hier hat es eigentlich ziemlich gut, denn die hat jetzt schon die epischen Waffen. Die andere Gruppe hatte sowas gar nicht. Die hätte das noch nicht mal in dem Ding-DLC. Können das die DLC aber auch anfangen. Fällt mir gerade mal so nebenbei ein. Theoretisch schon. Oder so.